Hallöchen meine Freunde, herzlich willkommen hier zurück zum Fruitauer-Projekt, zusammen mit dem Klicky, der hier schon mit einer Maschine rumspielt. Ja, hallo. Hi. Ja, beobachtet. Naja. Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben. Da war ich unten und hab den Wassertrailer gehabt, sprich, was war da drin? Milch, oder? Ja, du hast bestimmt Milch weggebracht. Hm. War das voll? Dann? Da unten? Nee, ne? Ja, keine Ahnung. Da bin ich nicht bei der passenden 20.000 Liter bei da unten rein oder so. Ganz ruhig noch was, also wir können erstmal gucken, ob noch was drin ist überhaupt, nicht dass du hier umsonst dahinter fährst. Ja, Milchtank sind noch 15.200 drin. Hm. Mischration ist noch drin. Ja. Das hier. Und du kannst den Leuten mal zeigen, wir haben mal ein paar neue Mods mit drin. Ja, beziehungsweise, ja doch, die hatten wir noch. Die hatten wir jetzt wirklich erst neue, die haben wir nicht vergessen zu zeigen. Wir haben einmal den Reform Metrak. Ach ja, ihr seht ja hier Reform. Der ist für die Berge am besten geeignet. Zum Rasenmähen halt. Zum Rasenmähen sehr auf Deutsch. Und dann haben wir, den müsst ihr aber schon mal suchen, den Hooptex Seitenstapler. Den würde ich mir dann als erstes gönnen, wenn wir dann eine Kohle dafür haben. Wo ist das ganze Geld hin? Beintechnik, Wicklertechnik etc. Haben wir das eigentlich zurückgefahren? Steht das noch irgendwo rum oder? Dürfte alles zurückgefahren sein. Die Ballen liegen halt da. Weil wir noch kein Geld für einen Ballensammelwagen hatten. Ah ja. Ja gut, brauchen wir ja nicht unbedingt, können wir ja einzelne da Dings fahren. Können wir auch machen, ja. Da kaufe ich vielleicht mal, ich glaube, was haben wir nicht, oder? So zum Ballen einspießen, so ein Teil? Müssen wir gucken, ich hab. Was der Admin recht hat. Ah, haben wir sowas, haben wir sowas? Wir haben auf jeden Fall ein Haufen Zeug, sehe ich. Hm. Das haben wir. Haben wir nicht. Jetzt die Frage, Ballenspieß oder Ballenzange? Ist vorbei, das andere ist halt Silage Ballenzange. Wahrscheinlich besser, oder? Ich weiß nicht, ob du mit dem Spieß überhaupt da reinkommst. Die Colli kenne ich jetzt auch nicht. Hm, hätten aber auch rund Ballengabel nochmal separat. Hm. Ja, wahrscheinlich am günstigsten, oder? Obwohl, der hat die so komisch umgedreht. Ach, wir nehmen das Ding zum Greifen. Das ist gut. So. Dann nehme ich mir den schönen Träger. Und dann hole ich das mal ab. Das Gras haben wir ja jetzt komplett umgewandelt zu Ballen, ja. Ja, nur manche gewickelt, manche nicht. Ah. Und die Silageballen kann man ja durch einfaches drüberhalten oder reinschmeißen, füllt ja den Kuhstall dadurch nicht auf, richtig? Hab ich nie ausprobiert, ganz ehrlich. Das hatte ich bis dato nie ausprobiert. Ja, wir probieren es mal. Wenn nicht, können wir es ja immer noch in die BGA knallen. Mhm. Müsste ja deutlich mehr Geld geben. Ja, weil es ist ja schon. Ausgeladen, dass ich das mitgekriegt habe. Hä? Hm? Der Wagen hat aber aus Zufall nicht irgendwie so einen automatischen Ablass, oder? Nee. Okay, gut, dann habe ich es ausgeladen und das ist mitgekriegt, aber nicht verkehrt. Ich fahre die ganze Zeit und es tut sich nicht, jetzt echt gerade mal, dass nichts mehr drin ist. Aber aufgefüllt hat's. Ja, also aufgefüllt wurde. Trotzdem gerade mal der Hälfte da hinten drin. Aber dann haben wir noch was. So. Dann hoppen wir unsere schönen Ballen ab.
Wann wird denn diese Folge heute hier ausgestrahlt? Diese Folge wird nur standardgemäß am Montag ausgestrahlt. Also heute ist der Montag nach der GC. Sprich da, wo die Untoten noch leben oder nicht. Da kann man ja die Leute einfach mal fragen, wie die dort waren, wie es ihnen gefallen hat. Wie hat es ihnen gefallen? Das ist die Frage. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn er dort war. Wie es mir im Vorhinein gefallen hat, gar nicht. Auf der GC kann ich ja nicht sagen, weil es ist immer noch vor. Ja, es ist, also jetzt, wo wir aufnehmen, ist Dienstag vor der GC. Nicht, daher nicht wundern. Es kamen heute 30 Millionen Pakete an. 30 Dinge, über die man sich aufregen konnte. Ich habe noch einen Arsch voll zu tun, dass das spätestens morgen alles da ist. Ich habe gerade erfahren, dass unser Hotel das beste WLAN hat. Deswegen, gut, jetzt ist es eh zu spät, aber ich schaue ja heute eh noch East News raus. Aber das regt mich schon wieder tierisch auf. Ich meine, klar, wir können deine Idee, die du hattest, Laptop mitnehmen, im Auto lassen, raus, rein und dann in den Business Center die ganze Scheiße machen. Das wäre wohl das Sinnvollste von allen. Ich muss nochmal mit den Jungs von Nordrhein TV reden, wie die das in der Schaut machen. Obwohl die wohnen gleich, also die sind mit dem Zug, wisst ihr. Das ist halt der Vorteil, wenn du einfach hier irgendwo wohnst, wisst ihr. Das Hotel hatte eine Leitung von 1 Megabit ab und 0,1 ab. Also dementsprechend. Also zweimal ab. Down, Entschuldigung. Ja. 1 Megabit down und 0,1 Megabit ab. Das heißt, ihr ladet mit maximal 1 MB runter? Nee, Quatsch. Doch. Doch. Mit 1 MB ladet ihr. Nee, mit 100 Kilobyte. Nee, 1 MB ist doch eine 1000er Leitung. 1 Megabyte? Ja, doch. Könnten 1000 Megabit sind. 1000 Megabit sind 100 Kilo. Nee, sind 100 Kilobyte. Ja, ja. Na, bisschen weniger, glaube ich sogar noch. Ja. Also ich habe eine 6000er und ich ziehe 450. Maximum. Ja, das ist also im Endeffekt 100 Kilobyte Download und 10 Kilobyte Upload. 10 Kilobyte. Meine Mutter hat noch eben eine 2000er Leitung. Von der kommt nicht mal 2000 an, wohlbemerkt. Und selbst die lädt schneller hoch. Ja, und Upload hat ja nichts mit Download zu tun. Ist richtig. Aber trotzdem, Alter, das ist 10 Kilobyte. Das ist alleine 100 Kilobyte down. Das musst du dir mal geben. 100 Kilobyte, das heißt, du brauchst 10 Sekunden für 1 MB. Das ist halt nur gedacht dafür, dass du dein Handy mal kurz füttern kannst. Ja, selbst dafür reicht es ja nicht. Goro Bayern Co., weil die sind jetzt schon am Dienstag da gewesen. Die wollten Bilder vom Hotel senden. Die konnten das in dem WLAN gar nicht, weil es so langsam war. Die mussten ins normale Handynetz rein. Weil auch so ein Bild, was du mit den neuesten Handys heute da schießt, ist mal schnell 2 MB groß. Kannst du ja mit der Leitung nicht machen. Kannst du ja vergessen. Aha, genau. Alter, ist ja so. Kannst ja auf normal für MMS-Größe und schon sind die kleiner. Das ist. Ja, das ist ja gut, unser Business jetzt, ja. Willst du die Kohle annehmen? Crowdfunding. Denk doch nur an das Internet. Ja, wird wahrscheinlich nicht so gehen, aber. Ja, das auch. 100 Kilo. Sei ja Standard in jedem Hotel, ne, gewesen, ne? Da frage ich mich, so groß ist das Ding nicht. Also, ich frage mich, dass sie dafür eine Leitung haben, dass die Leitung nochmal so aufsplitten. Oh no. Ja, du machst ja gerade schon. Naja. Aber es ist ja irgendwie klar, dass das, was man sich vornimmt, sowieso nicht funktioniert. Also man wohnt halt in der Nähe. Wer will da schon wohnen? So, ich muss gerade mal gucken, wie es hier im Allgemeinen alles steht. Naja. Kann ja auch nicht alles gut sein im Besten. Nee. Das sowieso nicht. Halt kein Lachs lecken dort. Nee.
Mit den ganzen blühenden Landschaften, was wir uns da erzählt haben, waren die noch ein paar Jahre. Naja. Wenn ihr nicht wisst, von was wir gerade sprechen, das ist da, wo ihr zur Montage hingeht. Am Montage. Am Montage, ja. Das müssen wir irgendwo hier gar nicht stellen. Wir haben ja gar nicht so viele. Ich glaube, so wird das nix. Obwohl, wenn ich das Glück in der Knall. Na, wird schon halten. Jetzt wird schon halten. Ich muss sagen, die Sache mit den Beinen, die funktioniert jetzt zuverlässiger. Ja? Ja. Wir sind hier vorher auch mal rausgeflogen vorne aus dieser Kralle, aber das ist schon ganz gut. Wir müssen sehen, was Positives. Da haben sie schon alle drauf. Wir waren hier noch. Na, jetzt haben wir noch die normalen Ballen, ne? Die ich nicht gewickelt habe, die haben wir auch noch, ja. Müssten wir erstmal umstürzen. Wollen wir da lieber was Separates dann noch einen separaten Hänger laden? Also jetzt kann ich die jetzt nur oben drauf stellen auf die anderen alle. Naja, dann machen wir was Separates, würde ich sagen. Also fahr die erstmal hin, wohin und. Hoppala. Und ja, den Rest wisst ihr. Werden wir mal einen runternehmen und wir probieren das mal mit der Futterei. Genau, dann warum das nicht funktioniert. Ja, egal. Ja. Du probierst es halt, das ist mir nur Wurst. Halt, das war's verkehrt. Halt, M und K. Und blub. Aber meine Freunde, eine kleine Information hier noch zum Abschluss. Da ist ja wie gesagt nach der GC ist. Aber wir, ihr seht ja, oder ihr habt es ja gerade schon, wie wir schon gesagt haben, so fangen wir den Satz so an, das Dienstag ist. Und wir haben auch noch ein bisschen was anderes noch vor uns und so weiter und so fort. Deswegen wird es, erstmal hier die Meldung, dass wir noch 9% Akku auf dem Handy sind. Deswegen wird es diese Woche noch 4 Folgen von Fruit Roller geben und auch in dieser Zweier-Staffelung. Das bedeutet, heute habt ihr die Folge, morgen kommt keine, am Mittwoch kommt eine wieder um 15 Uhr, Donnerstag keine, Freitag 15 Uhr, Samstag keine, dafür Sonntag 15 Uhr eine. Die Woche darauf läuft alles wieder mit seiner sozialistischen Ordnung. Ihr habt dafür jetzt schon seit letzter Woche und dann dieser Woche auch noch etliche Mobile Games, die dazwischen kommen.
Und dementsprechend dann noch, je nachdem, wie das dann geworden ist oder wird, bla bla bla, natürlich noch die Gamescom-Fazit und so weiter und so fort. So, hab ich doch richtig gesagt, ne? In dem Sinne, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, sprich am Mittwoch, wenn ihr mögt. Däumchen da lasst nicht vergessen. Jo, und bis dann, oder? Tschüss.